Hallo und herzlich willkommen zurück zu Winkelche. Ja, ich habe in der letzten Folge feststellen müssen, dass der Patch sehr viel verändert hat und hatte euch gefragt, soll ich so weiterspielen oder soll ich mal einen neuen Spielstand wagen? Ich habe mich auch auf die Aussage von der lieben Ilona dazu entschlossen, einen neuen Shop anzufangen, weil es einfach mit der Attraktivität und dem ganzen Balancing jetzt nicht mehr hingehauen hat, wie ich gespielt habe. Und wenn wir jetzt einen Neustart wagen, sieht man als erstes, dass man hier den Schwierigkeitsgrad anpassen kann. Angefangen von kreativ, dann hat man keine Schulden, Möbel kostenlos, Erweiterung kostenlos. Dann haben wir hier das Entspannte, da haben wir keine Schulden, mehr Gewinn bei hochwertigen Waren und so weiter und so fort. Und dann haben wir das Einfache, verringerte Schulden, mehr Gewinn bei hochwertigen Waren. Waren sind günstiger, schnelles Herstellen, größere Lagerkapazität, verlängerte Tage, gleiche Kundschaft. Oder wir gehen auf normal. Ich würde tatsächlich auf normal gehen, denn wir haben dieses Spiel schon einige Folgen gespielt, ganz genau sogar 34 Folgen. Die jetzt nochmal aufzuholen, wird wahrscheinlich schwierig sein, vor allen Dingen, wenn wir 20 Minuten Folgen machen. Ich überlege, das aufzuholen in 30 Minuten Folgen und mal gucken, wie sich dieser Spielstand dann gestaltet. Den anderen Spielstand, den behalte ich noch. Wir können quasi drei verschiedene Spielstände haben. Und sollte mir dieser neue Spielstand nicht zusagen, kann ich immer noch wechseln. Wenn ihr der Meinung seid, ich sollte das wechseln, sollte den alten Spielstand weiterspielen, einfach in die Kommentare schreiben, wenn es euch zu langweilig wird, dass ich noch einmal von vorne beginne. Dann bin ich bereit dazu, das zu ändern. Und jetzt haben wir zum Spielbeginn den Brief, den ich damals nicht vorlesen konnte, weil er auf Englisch war. Meine Englischkenntnisse nicht so gut sind. Liebe Tochter, dieser Laden ist seit Generationen in unserem Familienbesitz und jetzt gehört er dir. Es würde uns stolz machen, wenn du das schaffst, was wir nicht geschafft haben. Das heißt, unseren Familiennamen von Schulden zu befreien und den Namen Koopman wieder zu seinem früheren Ruhm zurückzuführen. Die Idee ist einfach, verkaufe Dinge teurer, als du sie eingekauft hast. Dann baue den Laden aus und dekoriere ihn, damit du mehr Kunden anziehst. Viel Glück, wir zählen auf dich. Max Koopman, das ist wahrscheinlich der Papa. Und wir beginnen. Möchtest du eine Erklärung, wie man das Spiel spielt? Wir möchten das selber herausfinden, denn wir haben die Einführung ja schon gemacht. Wir kaufen uns quasi erstmal unseren Tresen, den wir uns hier hinstellen, über den wir unsere Waren beziehen. Wir sehen hier oben, zahle 50 Taler deiner Schulden in 4 Tagen. 245 haben wir, also wir hatten 260, wenn ich das richtig sehe. Der Tresen steht nicht gut. Stellen wir ihn so hin. Dann kommen alle ran, genau. Und freischalten können wir definitiv jetzt noch gar nichts. Die Palette wird nachher unser Begleiter sein. Dekoration können wir uns auch noch nicht leisten, sie freizuschalten. Genauso wenig wie Böden. Der Baumodus würde uns sagen, wir können hier unseren Laden vergrößern. Machen wir jetzt aber noch nicht, weil wir erstmal ein bisschen Geld verdienen müssen. Und hier haben wir die Übersicht über unsere Waren, die wir haben. Momentan 3 Holz, 2 Hammer, 3 Brote und 2 Tunika. Hier sind unsere Ziele, die wir haben.
Willkommen und so weiter, große Eröffnung, Händler und so weiter. Und auch die Ereignisse, wir müssen den Frühling überstehen, was natürlich nachher auch eine Quest sein wird. Und dann kommen wir hier in den Baumodus. Den Tisch brauchen wir. Und ich würde ganz gerne noch einen zweiten Tisch dazu kaufen. So, auf dem Tisch unsere Waren. Jetzt geht's nämlich los. Das ist das Neue an unserem Spiel, wie wir die Sachen platzieren können. Auch heute ist noch mal ein Patch gekommen über das Balancing. Und ja, was soll ich sagen? Da wurden noch einige Bugfixes gemacht bezüglich, wenn man mit Controller spielt. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Und wir öffnen den Laden mit den Sachen, die wir haben. Und da wird schon das Holz gekauft. Und da tun wir mal Brot drauf. Da ist der Händler. Da können wir zum Beispiel dreimal, warte mal, zweimal und zweimal Holz, weil wir haben nur Lagerkapazität 10. Dementsprechend müssen wir zusehen, dass wir bei 10, wir brauchen unbedingt nachher die Palette. Es wird wieder das Holz gekauft. Und was möchte sie? Noch mehr Holz. Du möchtest Holz kaufen. Also, das war gut, dass wir Holz nachgeholt haben. Du möchtest einen Hammer. Dann machen wir da den Hammer rein. So. Ab jetzt sind wir Level 2 und können die Palette, die wir freigeschaltet haben, platzieren. Nein, die haben wir noch nicht freigeschaltet, aber die können wir gleich freischalten. Oder haben wir die tatsächlich schon freigeschalten? Oh, haben wir schon. Dann werden wir jetzt hier mal für 100 die Palette platzieren. Das gibt uns genug Platz erstmal. Wir haben hinzubekommen die Äpfel. 6 Platz gibt uns die Palette. Okay. Wir nehmen 3 Äpfel mit. Brote haben wir 4. Holz ist sehr, sehr teuer, würde ich mal sagen. Tunika. Ah, wir nehmen noch ein Brot mit. Ist egal. Aber Holz ist wirklich teuer, ne? Egal, wir müssen es mitnehmen. Und dann werden wir auch schon mal Apfel platzieren. Ich weiß nicht, was 2 bedeutet. Ach, wir haben noch 2. Okay. Und öffnen unseren Laden. Das alles mache ich jetzt, versuche ich zumindest im Schnelldurchgang zu machen. Du möchtest einen Hammer haben, den kriegst du auch. Tunika rauftun. Da ist der Händler. Der bringt noch mal Äpfel. Okay. Und dann kommen die nächsten Kunden. Okay. Du nimmst die Äpfel mit. Du möchtest noch mehr Äpfel haben, bitteschön. Du möchtest Brot. Und somit ist der dritte Tag schon vorbei. Wir haben 20 Silbertaler verdient. Schauen wir mal auf die Bestellung. Also diese Preise bleiben augenscheinlich momentan gleich. Aber wir müssen Holz bestellen. 2. Hammer brauchen wir auch 2.
und öffnen instant unseren Laden. In 2 Tagen 50 Silbertaler, das ist viel. Hoffentlich schaffen wir das in der Zeit. Brot. Das Geld zu verdienen. Da kommt der Händler, der hat einen Hammer. Eieieiei. Kommt dran, meine Lieben, kommt dran, meine Lieben, gebt Gas. Schneiderwerkbank haben wir freigeschalten. Und Regal haben wir freigeschalten. Einmal Apfel, bitteschön. Also es sieht ganz gut aus, dass wir... Du möchtest Apfel, bitteschön. Rein theoretisch, wenn man das so will... Ja gut, nachher brauchen wir den Platz, aber wenn du es so willst, brauchst du ja immer nur warten und fragen, was die wollen. Aber nachher brauchen wir den Platz. Äpfel und Leinen sind dazu gekommen. Ich werde jetzt keine Werkbank kaufen. Warte mal. Regal. Schneiderwerkbank 50. Also das können wir uns tatsächlich nicht leisten. Denn wir müssen Äpfel haben. Und Leinen können wir uns auch noch nicht leisten. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld haben, damit wir die 50 Silbertaler da bezahlen können. Jolente, Jolente, komm. Du möchtest Brot, bitteschön. Äpfel mal hinlegen. Oh, das ist natürlich alles günstig. Brot kaufen wir. Okay, wir sind noch im guten Bereich. Eckbert möchte noch Brot haben. Da ist doch Brot. Der sieht auch den Wald voll lauter Bäumen nicht. Was möchtest du noch? Holz kannst du haben. Also bis jetzt schaffe ich es auch noch ganz gut, die Kunden zufriedenzustellen. Oh, das sieht gut aus. Jetzt haben wir tatsächlich schon ein bisschen mehr verdient. Letzter Tag war 20. Und wir haben die 50 bezahlt. Und könnten jetzt quasi die Schneiderwerkbank kaufen. So, da wir aber keine Leinen haben, müssen wir jetzt gucken, dass wir hier Leinen rankriegen. Äpfel haben wir 2. Ein bisschen Leinen. Und ein Brot nehmen wir auch noch mit. Das bestellen wir jetzt. Und jetzt gucken wir mal. Wir sollen ja die Werkbank benutzen. Und daraus stellen wir eine Tunika her. Sehr schön. Dafür haben wir auch ein bisschen Geld bekommen. Und wir sollen 11 Tuniken schneidern für die nächste Quest. Das hatten wir zum Beispiel am Anfang nicht. Ich habe diese eine Leinen behalten, falls jemand Leinen kaufen möchte. Und dann werden wir der Sache nicht so schnell her. Großer Tisch haben wir freigeschaltet mit Level 4. Tulpenstrauß haben wir freigeschaltet. So, einmal Apfel. Und wir werden über kurz oder lang tatsächlich auch noch eine weitere Palette brauchen.
So, du möchtest Äpfel kaufen. Gut, dann legen wir da drüben Brot hin. Und diesen Tisch lassen wir mal frei für andere Sachen. Siehst du, Brot ist weggegangen wie warme Semmeln. Sehr schön. Erreiche deine Attraktivität von 3 durch das Platzieren von Dekoration. Los, Cornelius, gib Gas. Wir brauchen Deko. Attraktivität 3. Also da werden wir noch ein bisschen Gas geben müssen. So, Tuniken haben wir keine verkauft. Also warum soll ich mir jetzt den Platz da verschenken? Ich werde noch eine Palette kaufen. Genau, 100. Es wird eng, aber wir brauchen tatsächlich Platz. Äpfel einen, Brot 3. Holz ist wirklich, wirklich, wirklich teuer. Okay, mehr Geld haben wir nicht. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass wir alles verkauft bekommen. Äpfel. Einmal Leinen gekauft. So Leute, in 4 Tagen brauche ich 60 Taler. Brot. Holz. Tunika. Also ich finde, das geht recht flott von der Hand. Siehst du, Leinen, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, genau. Deswegen verkaufe ich keine Leinen. Also verkaufe ich die Leinen nicht komplett. Okay, Tagesbilanz 11. Ist jetzt nicht so der große Bringer, aber wir öffnen instant den Laden. Also ich finde, dass wenn man das neu anfängt, dass das sehr ausgewogen ist. Hammer brauchen wir nicht. So. Kommt ran, ihr Lieben, kommt ran. Du möchtest eine Tunika, du bekommst eine Tunika, bitteschön. Eine Tunika bringt richtig Geld. Jawohl. So mag ich das. Beatrice nimmt sich auch instant die Punika, die Punika, die Tunika. Wir haben jetzt doppelt das Regal und das Fass freigeschaltet und haben 18 Taler eingenommen. Da könnte man jetzt tatsächlich überlegen, 2 Tage haben wir Zeit, dass wir 2 Leinen bestellen. Äpfel haben wir, Hammer haben wir, Brot haben wir. Tunika werden wir nicht kaufen, denn die Tunika werden wir herstellen. Nochmal 2 Leinen. Okay, wir öffnen. Wir öffnen. Der gesamte Wert deines Ladens übersteigt 1500. Ja, das werden wir so schnell nicht schaffen. Was möchtest du?
Tunika, natürlich. Da kommt der Händler, der hat Holz im Angebot. Äpfel und Brot. Das sollte reichen. Zu viel können wir nicht haben. So, Adam, sag an, du möchtest Holz, natürlich. Beatrice. Beatrice möchte eine Tunika. Und damit haben wir die 60 Taler rein theoretisch fast zusammen. Ja, hier kommt ihr nicht durch, ne? Du möchtest auch eine Tunika. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, 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 warte. Eine Tunika. Tunika. Genau. So, den Tisch. Sammeln wir mal das Geld ein. Genau. Den Tisch werde ich jetzt mal weiter hier drüben platzieren. Denn da kommen die augenscheinlich nicht durch. Eins, zwei. Bestellen. Und Tunika herstellen. Okay. Und wir öffnen den Laden. Das ist voll süß noch, weil in dem anderen Spielstand war der Laden natürlich viel, viel größer. Leinen, bitteschön. Was verkaufst du? Leinen 20. So. Ach je, ach je, ach je. Du möchtest Tunika. Natürlich bekommst du eine Tunika. Ist schon spannend, wenn man weiß, dass man auf normalem Modus spielt. Du möchtest auch eine Tunika. Okay, warte. Hier rüber. Eine Tunika herstellen. Und eine hinlegen. Das war relativ auf die letzte Minute. Und 60 wurden uns abgezogen. Damit können wir jetzt nicht mehr so viel leisten. Ja, das ist jetzt so. Da kommen wir nicht drum rum. So, Tunika und ein Apfel. Mehr können wir leider nicht machen. Aber es ist schon interessant. Also es ist wirklich. Da wird die Tunika. Wir müssen 72 Taler in 5 Tagen bezahlen. Noch eine Tunika. Eieieiei. Du hast Äpfel, Holz. Ein Holz kaufen wir. Wir haben auch nur noch einmal Leinen, dass wir im Notfall noch mal eine Tunika bauen, basteln, schneidern können. Und du willst eine, war klar. Woher wusste ich das? Und jetzt wird es wahrscheinlich passieren, genau das ist das, was ich mir dachte. Jetzt wird der erste Kunde tatsächlich nicht zufrieden aus dem Laden gehen. Noch ein Kunde, der nicht zufrieden aus dem Laden geht. Ja, es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar.
Es wird nicht rechtzeitig da sein, war klar. War mir klar, da Lukas kommt an, aber es reicht nicht. Nein, es hat nicht gereicht, aber wir können ab jetzt Hosen herstellen. Schneiderlehrling haben wir geschafft. 55 Taler haben wir eingenommen. Überlebe drei zufällige Ereignisse, das sind die hier oben quasi. Dem Frühling ein Feuer. Das wird die Holzpreise beeinflussen, ja. Also das müssen wir überleben. Und der gesamte Wert deines Ladens übersteigt 1500. Ja. Da können wir tatsächlich nicht so viel machen. Wir können jetzt Schuhe und Hose tatsächlich herstellen. Aber wir müssen in 4 Tagen 72... Warte mal, wir müssen einmal gucken, was Schuhe und Hose... Hose braucht 3 Leinen, ernsthaft. Schuhe 2, Tunika 1. Das heißt, 6 Leinen müssen wir haben, mindestens, um von jedem Produkt einmal eins herzustellen. Na gut. 6 Leinen. Die Holzpreise werden beeinflusst, habe ich gelesen. Äpfel haben wir noch. Hammer haben wir auch noch. Brot haben wir noch. Okay, wir sind jetzt quasi pleite. Wir haben von jedem Eimer hergestellt. Schneidere 20 Hosen. Ja, das dauert noch ein Betten, bis wir das da, die Schuhe werden instant gekauft. Damit haben wir eigentlich schon ein bisschen was verdient. Ein paar Schuhe kaufen wir noch, genau. Und dann hoffen wir mal, dass wir mit der wenigen Ware, die wir haben, klarkommen. Äpfel möchtest du. Du kriegst Äpfel, bitteschön. Brot möchtest du, bitteschön. Das war jetzt nicht so wirklich der Bringer. Also 9 nur verdient. Wir werden jetzt nichts Neues kaufen können. Denn wir müssen erstmal das verkaufen, was wir haben. Die Hose wird gekauft. Einen alten Schrank können wir. Ist freigeschaltet, können wir uns dann leisten. Die faule Katze, was auch immer die faule Katze ist. Eine Tunika und eine Hose kaufen wir. Kosten 20, okay, das machen wir. Beatke, wer ist denn Beatke? Okay, Schuhe haben wir nicht, tut mir leid. Nese war schon ziemlich angepieselt von letztes Mal. Ja, war klar. Ach, die wird richtig sauer sein, wenn die jetzt geht, weil sie keine Schuhe hat. Eine Hose. Das ist echt, ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Ich sollte doch überlegen, noch Leinen zu holen. Da werde ich nicht drum rum kommen. Zwei Äpfel. Oh, jetzt können wir auch Getreide. Ein Brot. Okay. 3 Leinen. 4 Leinen.
Brot muss ich auch rausnehmen, obwohl wir brauchen keine Tunika, ne? Wir bestellen das und schneiden eine Hose und Schuhe. Ach je, ach je, ach je. Das ist ja schwierig. Also es ist wirklich jetzt wirklich ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, weil wir uns auch noch gar keine Dekoration leisten können. Du möchtest eine Tunika, du bekommst eine Tunika. Schwierig, schwierig. Was haben wir hier? Alles nur zwei Leinen noch. Oh, jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir tatsächlich das verkaufen, was wir haben. Wir können nicht darauf hoffen, dass wir uns jetzt, dass sie uns jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 72 in 2 Tagen. Martin, was möchtest du? Äpfel kannst du haben, habe ich. Tunika habe ich. Ach, 49. Und da ist der Tag schon wieder vorbei. Eieieiei. Eieieiei. Kannst die Fensterläden gleich wieder auflassen? Du möchtest ein Brot, das habe ich hier. Super duper. 60, 61. Jetzt kommt der Händler und der bringt Leinen. Zu teuer. Äpfel. Und eine Hose. Oh, bitte, 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 bitte. Kommt und kauft. Lasst noch ein bisschen Geld da. Ansonsten wird das tatsächlich schon der erste Reinfall. Ja, das wird knapp. Schuhe. Schuhe. Du willst Brot, bitte. Jawohl. Du nimmst die Tunika. Jawohl. Und möchtest noch eine Tunika? Die kann ich dir leider nicht. Habe ich nicht. Kann ich nicht. Das tut mir leid. Ach je, wir haben die 72 Taler tatsächlich gerade so zusammen. Also es ist tatsächlich ein sehr schwieriges Unterfangen hier auf, ja, Schulden beglichen und wir haben genau 2 Taler. Das ist wirklich eieieiei. Und 33 Minuten sind tatsächlich schon um. Ja, ihr Lieben, ihr dürft jetzt entscheiden, welchen Spielstand soll ich weiterspielen? Den neu angefangenen, wo das Balancing jetzt unter dem normalen Schwierigkeitsgrad etwas schwieriger ist? Oder wir spielen den alten Spielstand weiter, wo ich schon einiges erreicht habe, aber mir auch einiges verloren gegangen ist, inklusive der Attraktivität, wo die gut betuchten Kunden schon da waren, allerdings zählen die jetzt nicht mehr. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir einfach das unter das Video. Ich würde mich sehr, sehr freuen, denn die Ilona, die hat das schon ganz gut raus, wie das funktioniert mit den Kommentaren. Und ich freue mich, dass sie immer so intensiv meine Videos schaut. Lasst einfach einen Daumen da hoch oder runter. Alles wird registriert. Und in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, verabschiede ich mich von euch. Ciao und bye bye.